der Tim, ich und mein Partner der Moritz, wir haben den Betrieb vor 20 Jahren gegründet. Mittlerweile sind wir 25 Mann mit eigener Werkstatt. Der eine Teil macht die Baumpflege, zum einen mit der Klettertechnik, zum anderen mit der Hubarbeitsbühne. Und der andere Teil macht Spezialfällungen mit technischer Unterstützung, in dem Fall mit dem Merlo-Fellkran und dem LKW. Wir sind in der Regel im Dreierteam unterwegs, also einer auf dem Fellkran, einer auf dem LKW und ein Beifäller. Die Kombination hat sich sehr gut bewährt. Wir arbeiten sehr viel an der Bahnstrecke und hier, das ist eine Baustelle mitten in München. Und wir versuchen immer, wenn es irgendwie geht, Maschinen einzusetzen. Und heute sind wir mit dem Moritz Theuerkaufen, mit dem Tim Gärtner hier, Münchner Baumspezialisten mit ihren neuen Palfingerkran, die hier die Bäume abtragen für uns. Hier haben wir eine sehr heikle Situation. Bäume stehen sehr nah am Gleis mit Stromzuführung. Und hier müssen wir ganz sicher arbeiten und hier ist vor allem eine zuverlässige Technik wichtig und gut ausgebildetes Personal. Die Entscheidung war relativ schnell gefallen, dass wir uns für einen Epsilon-Kran entschieden haben. Die genauere Auswahl des Typs war dann der Q170Z. Der lässt sich falten mit Werkzeug. Dadurch kann man die ganze Ladekapazität der Mulde ausnutzen. Das ist ein sehr großer Vorteil. Er ist auch in engen Bereichen sehr gut, weil er von dem Konzept recht kompakt ist im Vergleich zu einem L-Kran. Ein großer Vorteil ist die liftbare Kabine. Die fährt rauf auf 5 Meter, was einen sehr guten Überblick mit sich bringt. Die Kabine, die bringt guten Komfort, gerade weil wir die meiste Arbeit im Winter ist, also dass wir die Kabine heizen können, im Sommer können wir sie kühlen. Wir haben ein Dach über dem Kopf, haben dadurch also einen großen Vorteil, was herabfallende Äste und sowas betrifft, gerade beim Fällen mit dem LKW. Zum anderen ist ein sehr großer Vorteil, dass wir diese beiden Klappen, die seitlich an der Mulde sich befinden, als Ladungssicherung verwenden können und auch beim Beladen als Sicherung, dass keine herabfallenden Kronenteile auf die Fahrbahn zum Beispiel fallen beim Beladen. Das Gesamtkonzept von dem Fahrzeug funktioniert sehr gut. Ich fahre die Hauptzeit der letzten 1,5 Jahre selbst auf dem Fahrzeug. Wir haben uns entschieden, die Mulde nicht zu kippen. Deswegen ist der Kran in dem Fall noch wichtiger, weil wir beladen und entladen mit dem Kran. Es muss gewährleistet sein, dass, wenn Kronteile mit dem Kran abgelegt werden, dass das Material schnell wieder von der Fahrbahn kommt, dass keine Behinderungen entstehen. Und hierbei ist der Kran im Prinzip entscheidend für das schnelle Wegräumen des Materials. An der zweiten Baustelle hatten wir zwei Pappeln zum Abtragen. Die waren 35 Meter, standen links und rechts neben einer Brücke, die stark frequentiert ist. Es ist zwar nur ein Feldweg, aber es ist viel Radverkehr und Fußgängerverkehr. Der Heckkran mit dem 180 Grad Arbeitsradius ermöglicht hier ein effizientes, schnelles Aufräumen des anfallenden Materials. Wir haben jetzt in 1,5 Jahren ungefähr 1000 Betriebsstunden auf den Kran gefahren und haben keinerlei Probleme gehabt, hat immer funktioniert. Ob das bei minus 20 Grad ist oder bei plus 40 Grad, also es funktioniert. Der Kran ist sehr zuverlässig, schnell und für den Einsatz meiner Meinung nach die beste Wahl. Palfinger.